ganz aktuell habe ich dann die Info bekommen, dass die Lymphozytenspende gar nicht mehr verabreicht werden konnte, weil der Patient es jetzt leider nicht überlebt hat. Willkommen zum Mund auf, der Talk übers Leben und Überleben. Ich bin Ivy, euer Chatbot von der DKMS. Yeah. Hi Starlet Nova. Vechta hat knapp 33.000 EinwohnerInnen. Und dort in der Reiterstadt fand sich der genetische Zwilling eines Menschen, der dringend eine Stammzellspende brauchte, dein heutiger Gesprächspartner. Es wurde eine über 2 Jahre lang dauernde Spendengeschichte. Eine Story voller Hoffnung, mit vielen Ups and Downs und einer Prise Schulfranzösisch. Was das alles bedeutet, das soll dir dein Gast am besten selbst erzählen. Wir freuen uns sehr, dass er bei uns ist. Starlet Nova, meet Finn Müller. Guck mal, Nova, das sind Vergissmeinnicht, die Karte, das habe ich von der DKMS bekommen. Ja, die sollen mich an meinen genetischen Zwilling erinnern. Okay, wow. Magst du mir dazu mehr erzählen, also wie du das genau bekommen hast? Gerne. Lass uns doch erstmal setzen. Ja. Ja, und zwar ist es eigentlich gar nicht mal so eine schöne Geschichte. Mhm. Es geht darum, dass mein genetischer Zwilling, dem ich 2020 das erste Mal Stammzellen gespendet habe, den Kampf gegen Blutkrebs jetzt leider doch nicht gewonnen hat. Mhm. Okay, und was bedeutet genetischer Zwilling genau? Also das ist halt praktisch der dein genetisches Material hat. Genau, ich eben die Person bin, die Stammzellen spenden konnte. Da ist die DKMS natürlich immer auf der Suche danach, dass möglichst viele Leute Blutkrebs besiegen können, die eben an Blutkrebs erkrankt sind und Und wann hast du dich registriert? Also war das so super schnell, dass du dann da benachrichtigt worden bist sozusagen? Ich bin registriert, seit ich 17, 18 bin. Okay. Also auch seitdem man es direkt darf. Mhm. Und da habe ich mich dann auch registrieren lassen. Und dann habe ich jahrelang nichts gehört. Okay, was auch was Schönes. Also ist halt auf jeden Fall. Das bedeutet ja nichts anderes, als dass deinem genetischen Zwilling gut geht. Und das ist ja irgendwie die schönste Nachricht, die man eigentlich haben kann. Und ich habe dann eben Anfang 2020 die Nachricht bekommen, dass es eben doch nicht so ist. Mhm. Und da habe ich dann einen Anruf von der DKMS bekommen, wo ich dann nochmal zum Hausarzt gehen sollte und mein Blut nochmal genauer geprüft wird, ob ich dann jetzt auch wirklich in Frage komme. Mhm. Das habe ich dann auch gemacht. Dann kam aber relativ zeitig auch schon die Nachricht, dass es erstmal doch nicht zur Spende kommt. Da habe ich... wusste ich noch nicht genau, was das heißen soll. Woran liegt es? Vielleicht haben die einfach einen besseren Spender gefunden, habe ich mir so gedacht. Was auch immer. Dann ist erstmal langere Zeit nichts passiert. Und im April habe ich dann nochmal eine Nachricht von der DKMS. Auch 2020. Auch 2020, genau, richtig. Da habe ich dann eine Nachricht von der DKMS bekommen, dass sie doch ganz gerne Stammzellen hätten für den Patienten. Und sorry, dass ich so blöd nachfrage, aber Stammzellen, das sind doch, werden die aus dem Rückenmark genommen oder sind das die aus dem Blut? Nee, da muss man eben direkt dazwischen grätschen und zwar davor haben einige Leute Angst, die sich dann vielleicht nicht registrieren wollen und zwar mit dem Rückenmark hat das gar nichts zu tun, das ist alles nur aus dem Knochenmark, wenn dann. Wenn es dann eben doch der Eingriff per OP ist, dann wird der Knochenmark entnommen. Aber es passiert ja auch nicht so oft. Genau, das ist, sind nur wenige Fälle. Ich weiß gar nicht, wie viele das aktuell sind. Wir können ja mal Ivy fragen. Hey Ivy, wie oft wird welche Spendeart angewendet? Hallo ihr beiden. Erstmal danke, dass du da so entschieden eingeschritten bist. Und danke, dass ich an diesem Gespräch teilhaben darf. Ich sag euch die aktuellen Zahlen wahnsinnig gerne. In 90% aller Fälle kommt die periphere Stammzellspende zum Einsatz. Dabei werden die Stammzellen aus dem Blut gewonnen. Bei den übrigen 10% der Fälle werden die Zellen aus dem, Achtung, Knochenmark gewonnen. Großer Unterschied. Und das ist dann eben dieser Eingriff am Beckenkamm. Keine Sorge, niemand nimmt euch das Rückenmark raus oder ähnliches. Mit dieser leicht morbiden Antwort zurück an euch. Da weiß ich schon ein bisschen mehr Bescheid auf jeden Fall. Wo ist der Beckenkamm genau? Das ist hier einfach das Becken, was man da... Hier so hier fühlt. Oben, so. Genau, das sind hier so zwei Knubbel, glaube ich, die. Also. Okay. Das ist auch gar nicht so wild. Das ist ein kleiner operativer Eingriff, aber eben nicht so wie die periphere Entnahme. Da
so wie es bei mir dann gelaufen ist. Das war, dazu kam es dann im Juni, was ja schon eine lange Zeit ist, ein halbes Jahr. Und der Grund dafür war auch schon kein schöner, weil die Spende mehrfach vorher abgesagt worden ist, was ich dann in der Zwischenzeit auch erfahren habe, wo ich dann erfahren habe, nein, die haben keinen besseren Spender gefunden, die haben, oder keine bessere Spenderin, die haben einfach nur keine Stammzellentnahme veranlasst, weil es dem Patienten schon gar nicht so gut ging und gesagt worden ist, ja, das machen wir jetzt nicht mehr und ja, der Patient wird es wahrscheinlich leider nicht schaffen. Und dann habe ich eben im Juni 2020 doch spontan spenden dürfen, da ging dann wieder alles recht schön und ja, es war dann schön, dass man da das zumindest die Nachricht bekommen hat, dass es dem Patienten jetzt vielleicht wieder ein bisschen besser geht, zumindest so gut, dass er die Spende auch bekommen kann. Hat man bestimmt auch so mitgefiebert und das hat sich ja bestimmt in deinem Alltag auch so ein bisschen natürlich auch immer so unterschwellig mitbeschäftigt, oder? Also auf jeden Fall, das muss ich sagen. Also ich habe vorher gedacht, als ich mich registriert habe, dass es eigentlich eine ganz lockere Geschichte ist, dass man dann irgendwie ja hier nach Köln fährt in meinem Fall und dann irgendwie drei Stunden oder ja, 3 bis 5 Stunden, sagt man, glaube ich, für die periphere Spende, ja, einfach an der Maschine angeschlossen ist, was trinkt, was isst, nebenbei eine Netflix-Serie guckt und das war's dann. Aber es war, wie gesagt, immer dieses Auf und Ab. Es war eine richtige Reise, die man dann mit der Person, die man ja überhaupt nicht kennt, aber doch irgendwie weißt ein Stück auch, weit also verbunden so ist. Namen, Alter, weiß man gar nicht. Ne? Genau, das wusste man vor der Spende noch gar nicht. Deswegen habe ich jetzt auch vom Spender gesprochen. Ich habe dann nach der Spende selbst direkt von der DKMS erfahren, dass die Spende nach Frankreich ging, an einen Mann über 30. Das habe ich aber die Info bekommen, dass man auch anonymen Briefkontakt haben kann. Hast du das genutzt? Oder? Das habe ich, ja, das ist eine gute Frage. ist immer ich so. Muss, genau, ich war erst eigentlich überzeugt davon, oder ja, nicht überzeugt, es hat sehr lange gebraucht, bis ich mich dann getraut habe oder dazu entschlossen habe, einen Brief zu schreiben, weil ich erst dachte, oder immer noch eigentlich der Überzeugung bin, dass es vielleicht eher eine Sache von Patienten, von der Patientin ist, Kontakt aufzunehmen, weil die Person natürlich viel betroffener ist. Und wenn die Person das dann eben emotional nicht verkraften kann, sollte die Person den Schritt einfach eher selbst gehen, finde ich. Aber ja, als ich dann mit der DKMS gesprochen habe und die Nachricht bekommen habe, dass der Patient nach einem Jahr ungefähr noch lebt, habe ich mich natürlich auch schon mal riesig gefreut, dass, weil es eben auch so schlecht aussah, der Patient schon mal ein Jahr überlebt hat, aber ich eben noch nichts gehört habe, hat die DKMS eben mir die Info gegeben, dass ich ja auch einen Brief schreiben könnte an die Person und das habe ich dann nur gemacht, weil die DKMS nochmal den Beisatz gesagt hat, dass wir ja, oder dass es gerade in Frankreich so ist, dass die Personen, die dort ja, Blutkrebs haben, das gar nicht wissen, dass man auch Kontakt zu Spenderinnen und Spendern aufnehmen kann. Sonst vielleicht hätte er es auch von sich aus gemacht, aber genau, wusste es halt deswegen, nicht, dass ich das vielleicht doch ruhig machen sollte, um eben, falls der Patient es eben aber gar nicht weiß. Aber lieb, wie du da so noch so krass Rücksicht nimmst und da so nachdenkst, das ist richtig. Ja, dankeschön. Ja, und deswegen, ja, wie gesagt, es hat echt lange gedauert. Dann habe ich Weihnachten 21 dann, also 1,5 Jahre später, mir doch ein Herz gefasst, dann die eine Karte geschrieben. Ich habe vorher auch schon mal Briefe angefangen und habe die dann doch irgendwie wieder die Idee verworfen, weil das eben, ja, ich nicht direkt wusste, ja, was dann auch was schreibt man? Das wäre genau auch so eine Sache. So. Also das könnte ich mir auch gut vorstellen. Und da habe ich dann auch eine Antwort bekommen. Das hat ziemlich lange gedauert, weil es einfach, ich glaube, das hat in der Entnahme, also in der Klinik des Patienten selbst in Frankreich ein bisschen gedauert. Ich habe die Karte auf Englisch geschrieben und er hat mir dann auch eine Antwort geschrieben, dass er eben auch kein Englisch versteht. Ja. Und ja, mein Schulfranzösisch hat dann doch leider nicht ausgereicht, um die Karte zu schreiben. Ja, so dass wir dann ziemlich lange auf die Übersetzung warten mussten. Ja, aber dann habe ich noch eine Antwort bekommen. Aber jetzt 2022 sah es dann doch nicht mehr so gut aus. Ich habe noch einmal Lymphozyten gespendet, also ein zweites Mal gespendet.
das ja, tritt ein, wenn es dem Patienten noch nicht so gut geht und einfach das Immunsystem vielleicht immer ein bisschen gestärkt werden muss. Genau, und das habe ich dann jetzt vor kurzem gemacht und dann habe ich aber eben auch zügig danach, also vor ungefähr 2 Wochen jetzt erst, also ganz frisch. Das ist aber echt, das ist ja super. Genau, also ganz aktuell habe ich dann die Info bekommen, dass die Lymphozytenspende gar nicht mehr verabreicht werden konnte, weil der Patient es jetzt leider nicht überlebt hat. Ja, das ist natürlich keine schöne Geschichte, die vielleicht die DKMS jetzt so erzählen möchte, dass um Spenderinnen und Spender anzuwerben, ja, weil man natürlich irgendwie immer die Hoffnung hat, dass man Blutkrebs für immer besiegen kann, aber ja. Ja, aber ich glaube, das Stichwort nicht. Hoffnung, also allein die Möglichkeit, dass du es probiert hast, so dass du das gemacht hast, so auch für den Patienten selber, so dass er gewusst hat, natürlich schade, dass er nicht mehr unter uns weilt, aber dass er gewusst hat, da draußen ist irgendjemand und da draußen ist jemand, der versucht, mir auf meinem Weg zu helfen und auch für die Angehörigen. Also weil besonders, also beispielsweise mein Opa, der ist auch an Blutkrebs gestorben, also an Leukämie. Und da war es halt auch so, dass sie da halt auch keinen Spender hatten. Und es ist super schön, so das Gewissen zu haben, so dass es noch einen Weg gibt. Und dass halt eine Situation, die echt aussichtslos erscheint, dass es halt da einfach jemanden gibt. So auch, wie gesagt, für den Patienten selber, aber auch so die Vorstellung für die Angehörigen. Also ich hätte das so natürlich, ich meine, ich war sehr klein, aber ich hätte es super gerne gehört, einfach zu wissen, dass es da draußen irgendeinen Menschen gibt, der meinem Opa helfen will. So, und das, ich glaub, das ist ja auch echt, eine krasse Geschichte, dass du auch persönlich betroffen bist. Dann vermute ich mal, dass du auch registriert bist. Auf jeden Fall. Ich habe mich auch, also sobald es halt ging, also mein Papa kam dann mit uns dahin und meinte kollektiv, so, wir registrieren uns jetzt alle und auch meine ganzen, also Patsch, Oma und die anderen auch alle. Aber ich war halt erst 12 und deswegen konnte ich das damals nicht. Und ich bin mir nicht 100% sicher und deswegen würde ich Ivy einfach gerne nochmal nachfragen, ab wann jetzt genau das Alter ist, wo man sich registrieren lassen kann. Weil ich glaube, wir haben auf jeden Fall ja auch jüngere Zuschauer, die das Thema interessiert, dass man da vielleicht weiß, okay, ab wann können wir das machen. Genau, in welchem Alter das einfach ist oder auch, ja, bis wann. Genau. Du sagst ja schon, deine Oma, da gibt es ja wahrscheinlich auch irgendwie Grenzen. Bestimmt auch nach oben hin. Genau, also, dass man einfach spenden kann. Ja, frag doch einfach mal Ivy. Okay. Hallo Ivy. Ab welchem Alter kann man sich registrieren lassen? Registrieren können sich alle ab 17. Dann seid ihr schon mal für die Datei vorgemerkt. Mit eurem 18. Geburtstag werdet ihr dann freigeschaltet und dürft auch spenden. Und so hoffentlich jemandem die zweite Chance auf Leben schenken. Okay, ja, spannend. Coole Aktion, lass uns doch einfach nochmal zeigen, wie einfach das tatsächlich ist. Wie einfach man so eine Familienaktion dann doch machen kann. Ja, sehr cool. Ja, so ein schönes Set kann man sich natürlich auch alleine einfach kostenlos zu sich nach Hause bestellen. Leg doch einfach mal los. Wunderbar. Ich zeig das mal ganz kurz. So. Was mit den Nägeln hier? So. Dürfte ich dich praktisch als meinen Halter sozusagen, weil die müssen ja trocknen. Natürlich doch, genau. Das kannst du auch nochmal genau erklären, wenn ich das hier kurz mache. Genau. Wie man ja gerade schon gesehen hat, es sind 3 Stäbchen im Set. Einer ist für die linke Wangenseite, wo man eine Minute ungefähr ein wenig reiben sollte. Der nächste ist für die rechte Seite und der letzte, damit kann man vielleicht immer vorne so ein bisschen in den Bereich gehen. Genau. Es kommt jetzt nicht unbedingt auf den Speichel an, der sollte da nicht unbedingt mit drin sein. Es geht schon eher um das, was in der Wange selbst ist. Das Material. So. Genau, hier ist das Material Nummer 1. So. Jetzt die andere Seite. Schön. Wunderbar. So, das war's fast schon, Freunde. Genau, noch einmal vorne und dann, wenn es trocken ist, können wir es auch schon wieder direkt in den Umschlag packen, direkt schnell zur nächsten Poststation, den nächsten Briefkasten werfen. Porto ist schon drauf, Absender, der Adressat, müsste nichts mehr aufschreiben, alles super einfach. Das war's. Dankeschön. So. Ja, Freunde, und da würde ich auch einfach gerne nochmal den Moment nutzen, um an euch zu appellieren. Wie ihr gerade gesehen habt, geht das super schnell. Ihr könnt das kostenlos zu euch nach Hause bestellen und dann könnt ihr euch registrieren, gerade auch an die jüngeren Zuschauer, die vielleicht jetzt 17 bzw. 18 geworden sind. Macht das.
es gibt praktisch keinen einfachen Weg, Menschenleben zu retten. Und das, wenn man bedenkt, wie oft man mal irgendwie mal eine Kleinigkeit macht oder sonst mal hier irgendwie Zeit hat, mach das bitte. Ich habe das auch gemacht und es würde mich und ganz auch viele andere Leute freuen, wenn ihr das machen würdet. Wie gesagt, gibt keinen besseren Weg sozusagen, Menschenleben zu retten, zu unterstützen. Und das ist doch was Wunderschönes. Deswegen macht das bitte, Freunde. Hey, das war ja wieder ein richtig spannender Talk heute. Toll! Ja, vielen Dank, Ivy, dass wir dabei sein durften. Genau, hier links, da kommt hier oben einmal direkt zu dem nächsten Mundauf-Video. Und darunter findet ihr... Du machst das wunderbar, wie die Flugbegleiterin. Findet ihr auch direkt die Registrierung und außerdem auch den Link zu dem DKMS-Kanal. Und lasst super gerne hier einen Daumen hoch bei dem Video da, kommentiert das Video und folgt dem Kanal gerne.